Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist G aus dem Krypto-Café. Wie immer, dieser Kanal dient lediglich eure Unterhaltung und meine Unterhaltung natürlich. Ja. Und es ist keine Finanzberatung, also denkt dran, eigene Nachforschung anstellen. Und ja, legen wir los. Aktuell Bitcoin, da könnte ich tatsächlich die Aufnahme von gestern nehmen. Also, wie gesagt, unverändert. Ethereum auch fast unverändert. Und meine Einschätzung, wie auch in den letzten Tagen, weiterhin Seitwärtsbewegung bei Bitcoin 31, 41, bei Ethereum, ja, also wir haben immerhin hier den mittleren Bereich überwunden, ja, gucken wir mal, ob wir oben drüber bleiben, also bis etwa 2700, 800 haben wir auf jeden Fall Platz und ist trotzdem weiterhin aus meiner Sicht Seitwärtsbewegung. Schauen wir uns mal das große Bild an. Das große Bild ist, nein, es gibt kein großes Bild. Also die zwei großen Themen heute sind, das eine ist das bevorstehende Ethereum Upgrade, Update, Hard Fork London, ja, für allen, die das nicht sagen, von Zeit zu Zeit gibt es so ein, ja, von Ethereum Upgrade, wie so ähnlich wie ein Software Update, ja, und da müssen eben vorher alle Miner und alle, die daran beteiligt sind, ne, die stimmen das ab und da wird ein Vorschlag gemacht und dann wird es umgesetzt, ne. Manchmal dauert es länger, manchmal dauert es kürzer. Und das Bevorstehende, das ist so mit Abstand in den letzten Jahren, sagen wir mal, eine der größten Updates, ja, weil es soll ein paar Probleme lösen, die es bei Ethereum gibt. Das eine ist natürlich, dass das Netzwerk ständig extrem überfüllt ist und dadurch, dass die Gebühren, ne, extrem hoch gehen können. Wir hatten in Zeit März bis Mai sogar mal so an die $100 pro Transaktion gehabt, ja. Und das ist natürlich so, wenn das Netzwerk voll ist, ja, und ihr irgendwas machen wollt, ne, könnt ihr natürlich die durchschnittlichen Gebühren bezahlen. Und wenn ihr Glück habt, kommt ihr irgendwie irgendwann dran. Ne. Wenn ihr Pech habt, ist nach 24 Stunden eure Transaktion noch nicht bearbeitet. Und deswegen, ne, war die sicherste Methode eben möglichst hoch an die Gebühren zu bezahlen, damit man eben frühzeitig abgewickelt wird. Und das soll eben halt mit diesem aktuellen anstehenden Update behoben werden. Einerseits werden da die Blockgröße angepasst, ja, und dass da eben mehr Transaktionen pro Block gemacht werden können, ja. Das andere ist natürlich, dass die Fees nicht mehr praktisch so stark schwanken. Es gibt einen Base-Fee und der wird komplett durch diesen neuen Update verbrannt. Und dann kann man zusätzlich natürlich noch dem Miner so eine Art Tipp geben. Ja, so ist ähnlich wie wenn ihr im Restaurant den Kellner einen Tipp gibt, damit die eure Transaktion vorrangig bearbeiten. Und das Ganze, also das habe ich auch schon früher in meinem Video gesagt, hilft ein Stück. Definitiv, ja, dem Problem entgegenzuwirken, aber das wird trotzdem nicht das Problem lösen, dass Ethereum schon bis jetzt, also zum aktuellen Zeitpunkt, schon stockevoll ist. Und viele sagen, ja, mit diesem neuen Update wird Ethereum deflationär und so weiter. Und da kann ich euch sagen, ich werde euch unten verlinken, ihr könnt gerne selbst mal die Zahlen durchgucken. Hier seht ihr, wie viel Ethereum pro Tag aktuell, ne, noch im aktuellen Zustand. Ich spreche nicht von 2.0, sondern vom aktuellen Zustand. Wie viel pro Tag gemeint wird, ja, das ist die Anzahl der neu entstehenden Ethereum und wie viele Transaktionen passieren, ja. Das heißt, beim aktuellen Durchschnitt werden wir vielleicht 20 oder 30% weniger Ethereum pro Tag erschaffen, ja, was eben durch dieses Verbrennen des Base Fee passiert. Und wenn es richtig viel voll ist und viel Transaktionen pro Tag gemacht werden, ne, da kämen wir in die Nähe, dass an dem Tag dann entsprechend nicht tatsächlich viel Ethereum entstehen. Aber letztendlich ist es zum aktuellen Zeitpunkt immer noch weiterhin inflationär, ja. Das heißt, dieses deflationäre Charakter, das würde frühestens dann kommen, wenn wir bei 2.0 ankommen sind, beziehungsweise wenn wir nicht mehr täglich so viel Ethereum mining. Ja, aber es ist viel Hype um Ethereum herum. Manche sagen auch, ja, sobald London Fork da ist, wird das Ethereum gegen die Decke gehen und so weiter und so fort. Also ich bin da relativ skeptisch, ja, oder sagen wir neutral gegenüberstehend. Da werden wir sehen. Ja, vermutlich wird es einen Schub geben. Es kann auch sehr gut sein, wie bei anderen vielen Sachen, hat man auch in letzter Zeit gesehen, dass bevor der Fork tatsächlich da ist, ne, also dieses Update da ist, dass dieser Anstieg schon eingepreist ist. Ne? Das ist das oft, was passiert und was auch viele Investoren machen, weil, ne, wenn die wissen, dass bis dahin oder dass es positiv aufgenommen wird und der Kurs nach oben gehen, warten die natürlich nicht ab,
bis es erst kommt. Ja, sondern die kaufen sich vorher rein und wenn es da ist, da ist. Wie man in den Aktienmärkten sagt, sell the news. Ne? Egal wie die Neuigkeiten sind, ob die gut oder schlecht sind, ne? Man verkauft die und nimmt die Gewinne mit. Ja? So gesehen, Ethereum. So, das zweite große Thema ist aktuell, geht auch durch die ganzen Medien. Habe ich auch gestern in meinem Video drüber besprochen, ja, dass Barclay halt von Großbritannien gesagt haben, ja, pass auf, ab sofort, ne, Binance ist nichts mehr mit uns, ja, und wir wollen unsere Kunden beschützen, ne, also erstmal grundlegend, ja, macht euch klar, Banken sind nicht da, um die Anleger zu schützen, vor allem nicht die Kleinanleger, ja, guckt euch einfach mal die Geschichte der Banken an. Die letzten großen Krisen, ja, wer die verursacht hat, wer am Ende, ne, mit leeren Taschen rausgegangen ist und wer tatsächlich, ne, profitiert hat davon. Und ich kann euch nur sagen, Banken, die dienen nur sich selbst, ja. Und das ist der einzige Zweck, sich selbst daran zu bereichern und natürlich, ne, mit dem Geld der Anleger, der kleinen oder großen Mittelanleger oder Großanleger. Nicht umsonst gibt es ja dieses Fractional Reserve Banking System, ne, wo eben die Banken nicht das, was du bei denen hinterlegst als Spareinlage für dich zurückbehalten müssen, sondern die können 80, 90, 100% davon irgendwo investieren und wieder investieren und wieder investieren. Ja. Dieses ganze Apparat ist sehr, sehr, googelt einfach Fractional Reserve Banking, ja, oder teilabgesichert oder wie es auf Deutsch heißt. Und ist ein komplexes Ding, aber ich sage mal, das Bankensystem dient. Und deswegen finde ich auch persönlich zum Beispiel die Entwicklung in DeFi und allgemein sehr, sehr positiv. Ja, weil das gibt endlich eine Möglichkeit, auch dem Kleinanleger, du bist praktisch deine eigene Bank. Ja, wenn die Verträge, die Smart Contract, die definieren ganz genau, wie die Konditionen zu sein sind. Ja, zum Beispiel, du legst 300% Absicherung hinter und darfst 100% einen Kredit rausnehmen, ja, oder es gibt auch 150% und so weiter. Aber es steht alles in den Smart Contracts festgeschrieben. Das heißt, es gibt keine Institution oder Instanz, die dazwischen steht und entscheidet, ja, du darfst das oder du darfst das nicht, ja. Und was mit deinem Geld passiert, ne, das können wir dir auch nicht sagen, das gibt es halt nicht, ne. Dein Geld liegt halt da. Wenn du dein Darlehen zurückzahlst, darfst du deine Absicherung wieder zurücknehmen, fertig, ja. Das verschwindet nicht irgendwo in irgendwelchen Löcher und da sieht man auch zum Beispiel die Entwicklung von Aave, Curve und so weiter, die ganz Großen, die eben Borrowing und Lending betreiben, ne? Also Absicherung und Darlehenvergabe, die wachsen insbesondere in den letzten Wochen und in den letzten Monaten extrem stark. Ja? Und da sieht man, dass da ein großer Bedarf dafür da ist. Und die haben, da gab es auch, ich glaube gestern oder vorgestern News, dass sie, ich glaube Aave war das, sind gerade dabei, institutionellen Lending, Borrowing freizuschalten. Ja? Dass da eben auch Institutionen, also Big Player und Geschäfte und Firmen und so weiter, ne, über diese ganzen Sachen betreiben können. Aber was ist jetzt mit Binance? Nun ja, also Binance, wie gesagt, ne, Großbritannien und davor war, ich glaube, Cayman Islands und davor war in Ontario, in Kanada, ja, die haben gesagt, hier Binance, nee, du, hier, raus mit euch, ja. Und in Großbritannien, die haben das ja auch gesagt, aber das war nicht auf Binance komplett bezogen, sondern nur tatsächlich auf deren Hebelprodukte. Die haben gesagt, das sind keine regulierte, die haben keine Lizenz für regulierte Produkte, nämlich Hebelprodukte, deswegen dürfen die das nicht. Ne? Und da haben die, Binance hat sich natürlich beschwert, ja, darüber. Aber ich meine, ne, das ist eben dieses zweischneidige Schwert, ja, was ich immer sage. Es gibt keine Vorteile, die ohne Nachteile um die Ecke kommen. Und Binance hat sich eben absichtlich dafür entschieden, dass die keinen Headquarter haben, dass die irgendwo praktisch dezentralisiert verteilt auf der ganzen Welt sind, ja, und auf der ganzen Welt eben operieren und dass die, ja, irgendwo sitzen theoretisch. Und wenn halt so eine sowas kommt, ja, so eine regulierte Regulierung von irgendeiner Firma, nicht Firma, irgendwelche Banken, irgendwelche Länder, was sollen die dagegen machen? Ja, die haben ja keine Sitz, ja, irgendwo, sondern die sind sitzlos, die können sich beschweren und fertig, das war's, ja. Und die werden, aber ich meine Meinung nach, das ist meine Meinung, die werden trotzdem alles Mögliche tun, um die Regularien zu entsprechen und letztendlich wieder weiter ihren Geschäft zu betreiben. Ne? Die sind halt der Größte auf der ganzen Welt, ja, und ich glaube, die lassen sich auch nicht ohne Gegenwehr das Geschäft nehmen, ne.
Und was interessant ist natürlich, dass die seit dieser Geschichte gestern tatsächlich auch eingestellt habe. Das habe ich auch bei mir im Account gesehen. Ja, wie ihr hier seht, wenn ich zum Beispiel jetzt Geld in mein Konto einzahlen will, habe ich nicht mehr das SEPA, ja, als Möglichkeit. Das heißt, ich kann nicht mehr von meiner Bank in das Binance hinein Geld überweisen. Das Einzige, was geht, ist halt wie jetzt immer noch, wie vorher auch, ja, über Kreditkarte. Ja, und das Gute ist immerhin, ne, die haben die Fees gestrichen. Vorher war ich glaube 1,9% oder so. Das heißt, ne, wenn ich 1000 Euro über meine Kreditkarte bei Binance einzahle, muss ich halt 1,9, das sind 19 Dollar oder Euro an Gebühren bezahlen. Ja, die Gebühren haben sie immerhin gestrichen. Ja, das finde ich zumindest sehr gut. Und für alle, ich meine, fast jeder hat ja so ein Online-Banking-Konto mit kostenloser Kreditkarte. Ja, das heißt, da kann man auch problemlos weiterhin Geld hinein und auch hinaus, ne, befördern. So gesehen ist das Risiko wirklich nicht wirklich groß, meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz habe ich gestern, auch vorgestern im Video gesagt, ich habe auch mir für mich selbst schon bereits andere Konten erstellt. Bei KuCoin und bei, wie hieß das andere, Coinbase habe ich ein Konto neu gemacht. Und ich gucke mir die Tage auch mal FTX an. Ja. Und einfach, ne, man weiß nie. Und es ist immer gut, vorzusichern und vorbereitet zu sein, falls doch etwas passieren sollte. Ne? Stellt euch vor, ne, die sagen morgen, von heute auf morgen, ja, alle deutsche Investoren, ja, bitte hebt eure Fonds und Investitionen von unseren Konten ab, weil in eine Woche könnt ihr nicht mehr drauf zugreifen. Ja? Und du bist gerade im Urlaub in der Zeit, ja, und denkst, okay, mein Bitcoin liegt auf Binance relativ sicher, was soll da passieren? Ja? Die sind der größte Player weltweit. Und kommst aus dem Urlaub zurück, zack, kannst nicht mehr drauf zugreifen. Ja, dann kannst du natürlich den Customer Support anschreiben und hoffen, dass die nicht innerhalb 200, nach 200 Tagen die erste antworten. Ne? Ihr versteht, worauf ich hinaus will. So, interessant, ja, auch das ziemlich zeitgleich, also was bei dieser ganzen Binance-Sache mich ein bisschen juckt, ist natürlich, dass die Firmen oder Länder wieder alle auf einen Schlag rauskommen, ne? Binance, Binance, Binance. Und nicht, ja, sagen wir so in Schüben normalerweise, ne? Wenn die einen sagen, okay, hier Binance, ihr müsst raus, ja, das gefällt uns nicht, dann sehen das andere, ja, und dann denken, oh, vielleicht sollen wir das auch machen, ja, machen das auch. Und wenn alle aber gleichzeitig kommen, ja, ihr müsst ja überlegen, die machen das ja nicht von heute, ne? Die machen ja nicht so, ja, heute Abend, ne? Fingerschnipsen, morgen Binance raus. Ja, die bereiten ja sowas vor. Ja, das dauert vielleicht Tage, Wochen, ja, und dann, aber dass dann so vier, fünf, sechs, ne? Länder, Banken und so alle gleichzeitig rauskommen, also das klingt für mich schon ein bisschen verdächtig, ne? Aber dafür Coinbase listet eine Menge neue Coins, ja, oder sind dabei und das finde ich ziemlich gut, vor allem VeChain. Sorry, wer VeChain nicht listet als großer Exchange, dem ist nicht mehr zu helfen, sag ich mal so. Ja. Was auch gut ist, natürlich Helium, ja. Finde ich gut, dass die reinnehmen. Und Sita. Sita habe ich auch vor einiger Zeit in meinem Video drüber gesprochen. Die hatten ein komplettes Netzwerk-Upgrade letztens. Und ja, ich sehe die auf jeden Fall sehr zukunftsmäßig sehr positiv. Ja. Also, das heißt, Coinbase. Gut, dass die zusätzlichen Tokens dazu nehmen. Hier haben wir. Das geht auch so ein bisschen in dieser Ethereum-Upgrade-Richtung. Ne? Die sagen, ja, Ethereum, ne, ist besser als Bitcoin oder ist dabei, Bitcoin zu überholen. Oder viele Artikel gibt es auch, YouTube-Videos, ja, wird Bitcoin von Ethereum überholt werden. Das Flippening, ja, ist das Event. Und manche sagen, ja, Ethereum hat bereits Bitcoin geflippt, ne, in bezüglich aktiver Adressen und so weiter. Und meine Meinung nicht ganz. Ja. Klar, der Meinung bin ich auch, dass Ethereum definitiv das Potenzial hat, ja, sowohl was Market Cap, auch Transaktionsgebühr und Anwendung und so weiter, ne, Bitcoin überholen wird, ja, oder könnte, weil davon waren wir nicht weit gewesen. Ne. Aber meiner Meinung nach ist trotzdem Bitcoin das bessere Store of Value. Warum? Ich meine, Ethereum-Wachstum basiert allein darauf, dass es Anwendungszweck hat, ja. Und bei Anwendungszweck, ihr seht, was mit Anwendung ist, ne? Das ist nicht neu, ja, was die bauen. Und es gibt Hunderte, Tausende und davon vielleicht Dutzende, die richtig groß sind, ja, wo auch viel Geld dahinter stecken und wo viel Dings reingepumpt wird, ja. Und das ist das Problem mit Anwendung, ja, Software, ja. Es kann immer einer um die Ecke kommen, der noch besser ist, noch schneller ist.
Und wenn da genug Backer dahinter sind, also große Firmen, Investoren, VCs, ja, dann kann es auch schnell genug wachsen, sodass es eben das hier verdrängt. Ja. Cardano steht kurz davor mit Guggen. Ja. Guggen ist Smart Contract auf Cardano. Und ich habe euch schon in früheren Videos erzählt, bei Cardano sind 70% der Cardano-Token gestaked. Ja. Das heißt, 70% der Investoren bei Cardano glauben so doll dran, ja, dass die ihren Token nicht traden, sondern Staking betreiben und dadurch Rendite erwirtschaften. Ja. Und da kann man sehen, wie viele Leute dahinter stecken, hinterstehen, ja, hinter dem Projekt. Und es gibt auch andere Projekte, die schon sehr groß sind. Ne. Und deswegen, wenn mir jemand sagen würde, ja, würdest du Bitcoin und Ethereum in deinem Wallet halten, wenn du wüsstest, du würdest in den nächsten 5 Jahre nicht drauf zugreifen können, weil, keine Ahnung, du 20 Weltrundreise machst oder ne, irgendwo verschollen sein wirst, dann würde ich sagen, definitiv Bitcoin, ja, und nicht Ethereum. Das ist meine Meinung, ja. Kommen wir zum nächsten Punkt, besonders zum Abschluss zum heutigen Tag. Ja, ich habe hier was ganz Lustiges für euch. Ich werde es euch unten verlinken, guckt es euch an. Also es ist tatsächlich richtig lustig gemacht, ja. So eine Art Comic-Fight zwischen Michael Saylor und Janet Allen. Für den, die das nicht sagen, Michael Saylor ist der mehr oder weniger bekannteste und größte Bitcoin-Maximalist. Ja, der steht extrem dahinter und er hat auch sehr viele Videos, die informativ sehr gut sind. Ja, könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Aber der wiederholt sich eigentlich auch mehr oder weniger die ganze Zeit, dass Bitcoin eben in welchen Punkten, 7 Punkten gut sind und so weiter und so fort. Und das. Ja, und Janet Allen ist natürlich von der Fed, ne, von den USA, also von der zentralen geldpolitische Institution, ja, und hier ist so eine Art, ja, 1:1 Kampf zwischen den beiden auf Comic-Art mäßig gemacht, also es ist ziemlich lustig, ja, zieht's euch rein. Ja, das war's von heute, ja, von mir aus dem Krypto-Café, mein Name ist G, gebt mir Like, Follow und die Klingel, ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, es gibt jeden Tag was Neues hier und die nächsten 2 Videos, die heute und morgen noch online kommen werden, sind einmal nochmal das Anchor-Protokoll auf Terra und das Miro-Protokoll, da habe ich jetzt nach 2 Tagen auch schon einiges an Daten gesammelt, also eigene Erfahrungsdaten, wie die Rendite tatsächlich aussehen, was ich empfehlen kann und so weiter, also bleibt dran. Und habt einen schönen Tag, ja. Ciao, ciao, mein Name ist G.